Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, und seid mir herzlich gegrüßt an Tag 11. Ich möchte gar nicht lange drum herum quatschen. Wir gucken gleich mal, wo denn das nächste Türchen hier auf uns wartet beim DM Adventskalender und welche Schokolade dieses Mal, welche Frucht dieses Mal umhüllt sein wird von Schokolade. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich ist es jetzt was ganz anderes. Es sind getrocknete Mangostücke. Okay, eine Mango würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht direkt mit Weihnachten in Verbindung bringen, sondern eher so mit Sommer. Getrocknete Früchte, ihr wisst es, ich habe es schon mal gesagt, sind definitiv nicht meine Welt. Und auch hier, wenn ich das so sehe, das spricht mich 0,0 an. Wahrscheinlich fliegt mir gleich alles raus. Das ist einfach nicht meins, was sowas angeht. Das ist schon diese Konsistenz, dieses Gummiartige, dieses... Alles in mir will das ausspucken. Und ich esse Mango, also so eine frische Mango, total gerne. Aber getrocknetes Obst ist einfach mein Endgegner. Ich weiß nicht, ob ich den Mangos gerade Unrecht tue, was Weihnachten angeht, aber für mich ist das gerade nicht so weihnachtlich irgendwie, muss ich sagen. Und ja, ich werde es meinem Mann unterjubeln in sein Müsli und dann ist gut. Aber leider, leider, leider kann ich hier nur 1 von 5 Vegänse geben. So, Bäumchen, wechsel dich ganz fleißig hier. Die Nummer 11 im Koro-Kalender haben wir ganz unten und machen damit auch den wunderschönen Schriftzug jetzt kaputt. Wieder sowas Riesiges. Was haben wir hier? Das ist nicht mein Tag heute. Es geht weiter mit Apfelchips mit Zimt. Oha. Eieiei, kann ich gleich mit ins Müsli von meinem Mann schütten. Warum tut man denn sowas? Warum trocknet man denn Obst? Esst es doch einfach frisch vom Baum. Jetzt habe ich mir noch so einen Riesenkaloschi. Nee, will ich nicht für so einen kleinen Lümmel. Oh Mann, die sind alle so groß. Oh, hier ist was ganz Kleines. Okay. Och. Oh, Freunde. Also wie das schon aussieht. Das sieht doch schon aus, als hätte das Obst viel zu lange irgendwo gelegen. Naja, tut mir leid. Also es schmeckt auch nicht nach Zimt. Es schmeckt einfach nur nach getrocknetem Obst. Sorry, auch hier muss ich dabei bleiben. Auch hier gibt es nur eine einzige Veganz. Sorry. Ja, nachdem ja der, ich glaube, 9. Tag bisher der für mich beste Tag gewesen ist, was so die Ausbeute an Leckereien angeht, muss ich sagen, ist das hier mit Abstand der schlimmste für mich. Also zweimal tatsächlich getrocknetes Obst zu haben. Eieiei. Also ich muss jetzt gleich erstmal meinen Mund ausspülen, vielleicht putze ich mir auch nochmal die Zähne. Es tut mir so leid, weil es gibt ja so viele Leute, die essen gerne getrocknetes Obst. Deswegen, für die ist es ja vielleicht was. Für mich leider nicht, ihr Lieben. Aber was soll's. Ich hoffe jetzt einfach auf morgen, auf Tag 12. Da sehen wir uns dann wieder in alter Frische. Also bis morgen, ihr Lieben. Macht's gut.